Schönen guten Tag. Ich komme aus Dortmund von der Soda Plus GmbH. Wir hatten als Firmenziel bei der Gründung klar, wir wollen Ressourcen erhalten, wir wollen den Klimawandel, ich sag mal, aufhalten, ganz alleine, nicht, aber dazu beitragen. Und wir wollten selbstverständlich die Umwelt schützen. Das sind dann so die ganz großen Themen. Allerdings ist es immer gut, wenn die schon mal in der Firmenphilosophie drinstehen, dann ist schon mal für einen gewissen Grad von Gemeinwohlorientierung gesorgt. Für uns war dann vor Ort wichtig, wir wollen in Dortmund bleiben, wir wollen eine regionale Wertschöpfung, wollen also ganz konkret was vor Ort machen und wir wollen Geld in Produktionsmittel bringen. Und da bin ich gerade nochmal hellhörig geworden, als es darum ging, Sven Giorgetz sagte, wir müssen auch irgendwas für Fonds tun. Das wäre was, was ich ablehnen würde, weil es aus unserer Sicht unheimlich wichtig ist, dass also das Geld nicht wieder Geld macht, sondern das Geld nur über Produktionsmittel dazu führt, dass es wirtschaftlichen Erfolg gibt und dass vielleicht dann die Finanzkraft des Unternehmens wächst, aber nicht ein Investor Geld geben kann, ihm das quasi egal sein kann, was mit seinem Geld passiert, Hauptsache er kriegt nachher Geld raus. Und das ist für uns eben ein Punkt gewesen, wo wir gesagt haben, wir wollen auf der einen Seite den Solarstrom fördern, wir wollen aber auch nicht so eine Genossenschaft, das war ein bisschen schwerfällig, sodass wir jetzt auf 26 Schuldächern jeweils Solaranlagen gebaut haben, die aus kleinen Einzelteilen bestehen. Und diese kleinen Einzelteile gehören über 100 verschiedenen Investoren. Also es ist so eine Kombination daraus, dass jemand was selber hört und er da weiß, was er hat. Und auf der anderen Seite ist es eben trotzdem ein Gemeinschaftsprojekt, weil eben die Dächer gemeinsam bewirtschaftet werden und der Service gemeinsam läuft etc. Das wird jetzt auch gerade neu aufgelegt, indem das auf einer Deponie realisiert wird, wo es dann gleich 150 größere Einheiten sind, die auch wieder einzelnen Bürgern gehören werden. Und unsere Idee war dahinter, dass es eben sinnvoll ist, dass man direkt irgendwo was einsetzt, dass das Geld arbeitet, aber wirklich mit Produktionsmitteln arbeitet. Es wird ja immer so schön gesagt, Geld muss arbeiten, Geld muss sich von alleine vermehren. Aber das ist es eben nicht. In dem Moment habe ich nämlich keinen Einfluss mehr darauf, was produziert wird. In dem Moment, wo ich jemandem sage, du musst dich aber auch an einem Unternehmen beteiligen. Du musst also wirklich wissen, was du mit deinem Geld machst, dann ist wenigstens ein bisschen Bezug da. Da kann man nicht das ganz von sich wegschieben. Und der Aktionär, der hat ja zwar ganz am Anfang mal sein Geld einem Unternehmen gegeben und da war es noch sinnvoll. Der erste Aktienkauf ist sinnvoll, weil dann eben das Unternehmen Geld bekommt, um wirklich Produktionsmittel zu schaffen, um was zu tun. Dann wird der Aktienhandel natürlich so ein bisschen sinnlos, weil dann wird zwar die Aktie mehr wert, das wird aber nicht dem Unternehmen zugutekommen, sondern es ist ein Aktionär, der es dem anderen für 10 Euro mehr verkauft, als es vorher wert war und das Unternehmen hat gar nichts davon. Also aus diesen 10 Euro wird nicht wirklich was geschaffen, was dann wieder einen Mehrwert tatsächlich darstellen würde, sondern es wird einfach nur Geld vermehrt. Und das sind meistens Gewinnerwartungen, Spekulationen oder sonst was, aber es ist wirklich nichts Reales, was dem entgegensteht. Und dementsprechend bin ich für diese Fonds nicht so. Und bin da jetzt ein bisschen abgekommen von dem, was ich sonst alles gesagt hätte, aber ich soll mich ja auch sehr kurz halten, habe ich das auch gleich gemacht. Was haben wir gemacht? Also staatliche Anreize sind sinnvoll und wir haben auch mehrere davon genutzt. Wir haben zum Beispiel KfW-Darlehen genutzt und haben auch diese unseren beteiligten Bürgern weiterempfohlen. Das als Hebel einfach, um mehr zu erreichen. Und wir haben natürlich vom EEG profitiert. Wobei ich da natürlich bitten würde, wenn etwas erfolgt hat, das doch bitte nicht abzuwürgen. Das ist sehr frustrierend. Das passiert ja gerade über das EEG, dass einfach da der Spielraum dessen, dass man erfolgreich weitermacht und weitere Produktionsmittel schafft für die ökologische Energiewende, dass der doch arg eingeschränkt wird. Das heißt, der Staat hat Möglichkeiten oder auch das Land hat Möglichkeiten, einmal im Bereich der Verbote. Und da sehe ich schon auch noch weitere Möglichkeiten. Es wird eingeschränkt, was nicht gemeinwohlorientiert ist, was Pestizide betrifft, was Arbeitsnormen betrifft. Da wäre sicher auch noch mehr möglich. Auch was internationale Arbeitsnormen angeht, was die Verpflichtungen zur Einhaltung von internationalen Normen angeht. Und es gibt eine Möglichkeit, was mit Geboten zu machen, also zum Beispiel jemanden zu verpflichten, eine Transparenz herzustellen. Das ist zum Beispiel aus meiner Sicht sehr gut und erfolgreich gelaufen im Bereich der Energieklassen. Seitdem also draufsteht, was der Kühlschrank für eine Energieklasse hat, ist einfach eine Transparenz gegeben, die vom Markt offensichtlich nicht gewünscht war oder sagen wir mal zumindest von den anbietenden Unternehmen nicht gewünscht war.
die aber dem Gemeinwohl deutlich entgegensteht. Und da war also damit, dass man über das Gebot eine Transparenz schafft, doch sehr viel erreicht. Die Anreize, die noch weiter sein könnten, wären eben Unterstützung bei den Hemmschwellen, also bei diesen ersten Gründungen, weil es ist schon so, dass sich die Bürger zusammentun, wenn sie einen gemeinsamen Wunsch entdecken, ein gemeinsames Ziel entdecken. Nur es scheint in dieser Wirtschaft so ein bisschen eine Hemmschwelle zu geben, selber aktiv zu werden. Und da ist mir das Ziel eigentlich etwas kurz gesprungen, das Daniela und Sven so quasi angesprochen haben. Wir wollen mal gucken, was wir für den sozialen Bereich des Wirtschaftens tun wollen. Das hört sich für mich so an, so eine Parallelwirtschaft. Ne? So einen kleinen sozialen Bereich wollen wir haben und den großen anderen Kuchen, den nehmen wir halt einfach so hin. Also das wäre mir als Ziel zu wenig, der muss weg. Ich schließe da jetzt.